Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahmesession von Assassin's Creed Brotherhood. Ja, ich bin der FeistLMP und ich begrüße euch zu Assassin's Creed Brotherhood. Ja, ich habe das jetzt ein wenig nicht gelallt, aber so in die Richtung zumindest bin ich gegangen. Das ist ja aber auch völlig egal. Ich wollte gerade sagen, es ist völlig in Ordnung, aber es ist völlig egal. Denn wir sind jetzt hier und nicht da, sondern hier. Noch hier auf der Isola Tiberina oder Tiberini, wie auch immer. Haben wir 36.000 wurden bei uns eingezahlt, das ist natürlich super. Schutzgeld und so. Alles klar. Sorry, ich musste gerade was checken. Egal. Nicht so wichtig. Ja, wir gehen jetzt hier nur rein, um die Schnellreisefunktion zu nutzen, um möglichst schnell zur zu Engelsburg zu gelangen. Pantheon. Alles klar. Im Moment haben wir keine Nebenmission mehr. Alles läuft smooth. Für mich ja, für mich und so und für die ja, für Ezio und Assassin's Creed Brotherhood, und ich werde bald fertig sein. Also ich denke, dass ich heute nicht fertig werde, also jetzt in dieser Aufnahmesession meine ich. Aber ich denke, in Zukunft, also morgen denke ich, werde ich vielleicht noch was aufnehmen oder so. Ich versuche auf jeden Fall mal jetzt so wieder ein Stündchen aufzunehmen oder sowas. Mal gucken. Ah, da ist noch ein Schmied. Vielleicht sollten wir mal kurz zum Schmied gehen und ein bisschen paar noch Sachen aufrüsten oder nachladen und so ein Shit. Fällt mir gerade ein. Wir haben ein Angebot zum. Natürlich erstmal alles reparieren. Also zu reparieren gilt. Rüstung brauchen wir nicht. Ist alles völlig egal. Armbrustbolzen wären vielleicht nicht schlecht, um mal hier aufzufüllen, aufzustocken. Bitte kommt jederzeit. Fallschirme reichen vollkommen aus. 11 Stück haben wir. Da sind wir auch schon. So. Na, da sind wir auch schon. Und los geht's. Requiem. Ins Umfeld der Engelsburg eindringen und den Papst in den päpstlichen Gemächern konfrontieren. Nicht entdeckt werden. Ich werde gerade mal gucken, ob ich aufnehme. Also Bild schon mal. Sieht schon mal gut aus. Und ja, Ton auch. Sehr gut. Ja, das werden wir mal versuchen. Ach, scheiß drauf. Ey, weißt du, war zu spät, hab ich zu spät geschaltet. Oh no.
So, hoch hier. Ich muss den Papst sehen! Seine Heiligkeit wartet oben in der Burg in seinen Gemächern. Geh mir aus dem Weg! Habe ich gar nicht entdeckt. Okay. Okay. Läuft. So, hätten wir das geschafft. Bis nämlich hier rein. Sehr gut. Ich verstehe das nicht. Ich hatte eine frische Ladung Cantarella bestellt. Es tut mir so leid, Signora. Der Papst hat es an sich genommen. Wo ist der Papst? Er trifft Cesare. Komisch. Er sagte mir nicht, dass Cesare zurückkehrt. Dieses Mädchen macht nichts als Ärger. Wäre ich nur beim Stalldienst geblieben. Was für eine Familie der Papst hat. Gott, bin ich schlecht. Nochmal bitte. Ja, wärst du nur da geblieben, ne? So.
schlimmer. So, gucken wir mal, was jetzt der macht. Die Wache, die jetzt kommt. Ganz schön lautes Mundwerk hast du, mein Freund. Natürlich vielleicht natürlich scheiße jetzt. So, hätten wir den auch geschafft. Ganz ruhig, mein Freund. So, und jetzt nach rechts. Geschmeidig. Was ist hier geschehen? Ich weiß nicht, was du meinst. Mein Geld! Meine Truppen! Fort! Wir alle kennen finanzielle Nöte. Auch die mit einem Heer. Habt ihr vor, mir Geld zu geben? Nein, hab ich nicht. Dann nehme ich den Edensplitter, um zu kriegen, was ich will. Ich brauche eure Hilfe nicht. Das gabst du mir eindeutig zu verstehen. Bist du dir im Klaren, dass der Baron de Valois tot ist? Nein. Habt ihr? Welchen Grund könnte ich haben, ihn töten zu lassen? Hat er sich gegen mich verschworen? Mit meinem brillanten, treulosen Generalhauptmann? Das muss ich mir nicht anhören!
Die Assassinen ermordeten ihn. Warum hieltet ihr sie nicht auf? Als könnte ich. Es war nicht meine Entscheidung, Monteriggioni anzugreifen. Es war deine. Es ist höchste Zeit, dass du Verantwortung für deine Taten übernimmst. Meine Leistungen! Trotz der ständigen Einmischung von Narren wie euch! Du gehst nirgendwo hin. Ich habe den Edensplitter. Geht mir aus dem Weg, alter Mann. Ich gab dir alles. Und doch ist das nie genug. Cesare! Er will dich vergiften! Du hörst ja nicht auf die Vernunft. Vater, erkennt ihr denn nicht? Ich habe die Kontrolle. Wenn ich leben will, lebe ich. Was ich mir nehmen will, nehme ich. Und will ich euren Tod, sterbt ihr! Wo ist der Edensplitter? Halt! Ich weiß, wo er ist. Und du sagtest mir nicht, dass er ihn hat? Cesare, ich bin's, deine Königin. Du bist meine Schwester, mehr nicht. Wo ist er? Du hast mich nie geliebt. Wo ist der Apfel? Sag es! Tja! Sag's mir! Ein Apfel pro Tag. Schneller als Cesare den Innenapfel erreichen. Akzeptieren. Nun gut, Cesare. Ich will den Apfel! Ich kann ihn nicht sehen, da ist er. Packt ihn! Tue ich dir weh. Gib mir den Apfel! Er gehört mir, nicht dir! Ich will den Apfel! Komm runter jetzt. Tue ich dir weh? Gib mir den Apfel! Weise Entscheidung, kleine Schwester. Requiescat in pace. Ich weiß. Ich weiß, wo der Bastard hin will. San Pietro. Der Pavillon im Innenhof. Hab Dank.